Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich wollte euch ein kleines bisschen mitnehmen und euch den Fortschritt zeigen von meinem wunderschönen Bild der Kohlmeisen im Wald. Es lässt sich wunderbar painten. Ich habe ja runde Steine gewählt. Nachdem ich jetzt mein Josephine Wall Bild fertiggestellt habe, painte ich sehr gerne auch mal runde Steine. Ich komme jetzt auch besser zurecht mit diesem Mehrfachsetzer, was runde Steine anbelangt. Da hatte ich anfangs, fehlte mir so ein bisschen die Übung. Ich dachte immer, ich kann es nur mit eckigen Steinen. Aber entweder es liegt an der Steinqualität oder an dem blauen Wachs. Es klappt einfach super. Ich kann hier drei Steinchen super aufnehmen und mir dann hier draufsetzen, wo sie hingehören. Ja, also ich vermute tatsächlich mal, ihr Lieben, das liegt an dem Wachs. Also das Bild lässt sich wunderbar painten. Es macht richtig, richtig dolle Spaß. Die Farben sind sehr schön. Es ist zwar, ja doch, an manchen Stellen mein heißgeliebtes Rot auch dabei, hier so im Blattwerk so ein bisschen, aber generell begeistert mich einfach dieses komplette Motiv und vor allen Dingen auch, dass diese angegebene Größe, dass das sind glaube ich 40 mal 50, ja, dass das nahezu erfüllt ist an Motivgröße. Und ich werde da auf jeden Fall immer wieder mal dran arbeiten. Es liegt hier auch offen, also offen jetzt im Sinne von, dass die Folie zwar drauf ist, aber es ist einfach präsent hier auf meinem jetzt größeren Tisch, der sich ja inzwischen durch seine Größe und der lässt sich auch noch ausfahren, unten so eine Tischplatte inzwischen die dreifache Größe erreicht hat von meinem ursprünglichen Tisch. Und das heißt, ich kann dann auch mal etwas auf die Seite legen, aber so, dass ich es sehe. Ja. Und ihr Lieben, ich habe Folgendes beschlossen. Ich bekomme jetzt noch vier, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, bekomme ich jetzt noch vier Firmenkooperationsprodukte. Und dann möchte ich das erstmal nicht mehr machen. Erstmal habe ich wirklich inzwischen genug, also genug im Sinne von nicht, dass ich jetzt davon genug habe, sondern ich habe sehr viele Produkte, die ich noch nicht fertiggestellt habe. Und dann habe ich ja auch noch meine privaten Sachen, die ich fertig machen möchte. Und deswegen ist es mir jetzt wichtig, dass ich so nach und nach einfach meine ganze Produktpalette mal abarbeite, ganz stressfrei. Und dann irgendwann, ich lasse mir tatsächlich auch die Zeit offen, vielleicht dann erst nächstes Jahr wieder oder vielleicht erst in 2 Jahren wieder Produktetests durchführen möchte. Mein Schrank platzt aus allen Nähten und es wäre einfach schade, wenn die tollen Sachen, die ich mir ausgesucht habe, immer nur kurz angefangen sind, aber ich kein Ende des Produkts einfach zeigen kann. Also wundert euch nicht, wie gesagt, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann kommen noch vier Produktlieferungen an und dann seht ihr quasi in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren einfach immer nur Fertigstellungen, also heißt einfach nur, aber Fertigstellungen oder vielleicht mal ein Stick mit mir oder Paint with me oder ein kleines Bastelvideo einfach mit diesen Produkten. Aber ich möchte jetzt erstmal keine neuen Kooperationen eingehen. Das wird mir sonst zu viel. Ich darf ja auch nicht vergessen, dass jetzt bei mir auch die Proben jetzt so langsam wieder anfangen und da muss ich mir auch Zeit freischaufeln. Dann ist ja noch mein Studium noch nebenher, was momentan wirklich sehr gut läuft. Und da habe ich auch eine
sehr gute Note bekommen, also besser geht's nicht. Und dafür habe ich mich belohnt. Aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich erfülle mir jetzt einen Wunsch, den ich schon so lange habe und habe mir was ganz Tolles gekauft. Und das zeige ich euch aber in einem anderen Video. So, nun komme ich wieder zu diesem Bild hier zurück. Also ich liebe natürlich auch diese wundervollen Naturtönmotiv. Das Motiv ja sowieso, aber diese wundervollen Naturfarben. Und dieses Bild, ihr Lieben, das werde ich mir auf jeden Fall auch einrahmen, wenn es fertig ist und aufhängen. Weil das beschreibt einfach so, ja, das beschreibt meine wundervolle Kindheit. Und deswegen, ja, das erinnert mich an ganz, 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 ganz viele tolle Momente mit Freunden und überhaupt, also und an meine Familie und ja, dem Schwarzwald im Schwabeländle. Wie cool. Ich weiß ja nicht, wie es euch mit den Firmen geht. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Ich habe und ich freue mich auch immer, wenn ich angeschrieben werde. Aber ehrlich gesagt, weiß ich jetzt so langsam nicht mehr, was ich mir aussuchen soll. Ich durfte mir schon so viel aussuchen und bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Aber ich möchte natürlich auch den Firmen gerecht werden, ja. Und die Produkte irgendwann mal fertigstellen. Und ihr wisst ja, ich habe ja so, so viele. Und ich, wie nennt man das? Die Zeit so tracken oder so. Das habe ich ja anfangs gemacht mit der Timesheet. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Typ, der sich dann da so in Anführungszeichen knechten lassen möchte. Es ist super, wenn man sich das visualisiert, wenn man das möchte, wann man das begonnen hat, ein Projekt, wie lange man dafür gebraucht hat. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir auch so eine App runterlade, die mir dann quasi sagt, an was ich arbeiten soll. Also praktisch wie so ein Drehrad, ne? Was ja einige von euch machen. Bin aber dann sofort von dem Gedanken wieder weggekommen und habe so gedacht, also wenn jetzt schon so ein Rad mir sagt, was ich zu tun habe. Ich so, nee, das ist gar nichts für mich. Ich bin ja da echt so ein bisschen liberaler unterwegs und das möchte ich aus dem Herzen frei entscheiden, was ich machen möchte. Aber wem das gefällt und wer da so eine Entscheidungshilfe möchte, finde ich das eine ganz tolle Sache. Wirklich. Finde ich auch spannend, was ihr dann da macht und dass ihr das auch macht, finde ich mega. Aber für mich wäre es nichts. ja. Will ich euch mal, weil das Video, so möchte ich eigentlich nicht allzu lange halten, laufen lassen, filmen. Jo, also ich zeige euch das hier einfach nochmal von meinem kleinen Fortschritt. Ja. Ganz toll. Also das werde ich auf jeden Fall, werde ich das fertig machen. Und ich bedanke mich nochmal bei Karatart, dass ich mir das aussuchen durfte. Das macht wirklich total Spaß. Ein wunderschönes Motiv. Danke. Ja, ihr Lieben, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Däumchen. Mir ist aufgefallen, jetzt für mich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel über meinen Fire Stick TV am Fernsehen meine YouTube-Kollegen anschaue, dann weiß ich nicht, wo ich das Däumchen setzen soll. Ich finde es einfach auf der Bedienung nicht. Ich glaube, das ist auch nur möglich, natürlich über ein Handy oder ein
Tablet oder wie auch immer, weil es ja über Touchscreen sicherlich nur möglich ist. Manchmal vergesse ich das auch. Dafür entschuldige ich mich wirklich. Aber andererseits gucke ich auch sehr viel über mein Handy und dann erinnere ich mich, oh, ich habe zum Beispiel jetzt Kunterbuntmine gesehen oder Stickliesel oder Craft and Wedding und die anderen wundervollen, auch Yvonnes buntes Chaos, also ganz tolle Kanäle. Bitte seid alle in meinen Gedanken, auch wenn ich jetzt jemanden jetzt nicht hier genannt habe. Ich finde euch alle toll. Meine Liste ist endlos mit meinen Videokollegen, die ich gerne sehe. Und dann erinnere ich mich auf dem Handy, Mensch, du hast doch auf dem Fernseher ein Video geguckt. Dann klick da noch mal rein und setz ein Däumchen. Es ist wirklich wichtig, dass wir diese Däumchen haben, ihr Lieben. Also setzt Däumchen, lasst mal Däumchen regnen. Das wäre echt toll. Und ich begrüße hier auch alle neue Abonnenten, die in den letzten Wochen und Monaten den Weg zu mir gefunden haben. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich etwas machen möchte, um euch etwas zurückzugeben. Ich möchte jetzt aber ausdrücklich keine Verlosung machen. Das werde ich wahrscheinlich generell nicht machen, Verlosungen. Sondern ich habe mir überlegt, ob ich dann einen Streaming mache, von dem ihr alle etwas habt. Also entweder über meine Facebook-Gruppe oder was ich mir tatsächlich mal überlegt habe, ich bin ja auch so ein bisschen Vocal Coaching-mäßig unterwegs und habe mir überlegt, mir ist oft aufgefallen, weil wir ja sehr viel sprechen, wer wie mit seiner Sprechstimme umgeht. Und da gibt es so ein paar Sachen, die man beachten sollte, mit der man seiner Stimme etwas Gutes tut und etwas, mit der man seiner Stimme extremen Schaden zufügt. Und wenn euch das interessiert, ihr Lieben, wenn ich für euch mal ein Video machen darf, in dem ich euch so ein bisschen erkläre, wie eure Stimme funktioniert, wie ihr sie pflegen könnt, auch während dem Dreh und was ihr vermeiden sollt. Wenn euch das interessieren würde und auch alle anderen, die auch mir gerne zusehen und den anderen YouTuberinnen, die das in aus ihrem, die praktisch das, was ich dann da zeige, in ihr tägliches Leben integrieren können, dann gebe ich jedem Einzelnen von euch etwas mit. Dann habt ihr alle wirklich was davon, wenn ihr das so ein bisschen ausprobiert oder auch schon darüber Bescheid wisst oder euch etwas zu Herzen nehmen wollt, beziehungsweise euch eventuell daran erinnert, oh, die Sabrina von Sabrina Music and More, die hat letztens erzählt, wenn ich das und das mit meiner Stimme mache, das ist nicht so gut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Interesse an so einem Video hättet, dann würde ich das sehr, sehr gerne mal für euch machen. Und damit auch Danke an euch sagen und dann hat jeder Einzelne etwas davon, wenn er das in seinem Leben umsetzt. Ja, es wäre mir eine Freude, eine Ehre, das für euch zu tun und bin mal gespannt, was ihr mir da unten in die Kommentare schreibt. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen, schönen Tag, eine gute Restwoche und ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt bitte, bitte gesund. Passt auf euch auf und viel Spaß mit euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.